Flux FM in digitaler Gesellschaft. Heute mit Kunstpause vor der Begrüßung, Tada. Volker Tripp. So, meine Damen und Herren, wer Bock hat auf neue Möbel, der muss vorsichtig sein. Am Bahnhof Südkreuz wird im nächsten halben Jahr ein Test durchgeführt. Es wird gefilmt und analysiert, und zwar werden Gesichtserkennungssoftware-Versuche durchgeführt. Ganz gruselig im Prinzip, was da getestet wird von der Bundespolizei. Genannt wird das Ganze intelligente Videoüberwachung. Ob das wirklich so intelligent ist und ob die Überwachung funktioniert, ob sie uns helfen kann, ob sie uns schützen kann vor von mir aus terroristischen Anschlägen, das möchte ich besprechen mit Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft. Worum geht's denn bei dem Test? Erzähl doch mal. Was soll das System leisten? Wie soll es funktionieren? Und was ist vielleicht der Unterschied zu den Videokameras, die man schon kennt aus dem Stadtbild? Genau, dieses neue System, das wird jetzt getestet von der Bundespolizei, und die hat drei unterschiedliche Kameras am Bahnhof Südkreuz in Berlin installiert. Und diese Kameras sind eben, wie du schon sagst, keine normalen Videokameras, sondern die sind eben, dahinter laufen auch noch Computerprogramme, die diese Bilder auswerten, die Kameras machen. So, dabei geht es vor allen Dingen um sogenannte biometrische Merkmale. Das können solche Dinge sein, wie zum Beispiel der Augenabstand, der Abstand zwischen Nasenwurzel, Nasenspitze, Breite des Mundes, Breite der Wangenknochen etc. pp. Und diese Merkmale charakterisieren einen Menschen verhältnismäßig eindeutig. Mhm. So, und die Idee ist eben jetzt, man möchte gerne rausfinden, wie gut klappt das mit der Technik, dass man Personen, die sich dort aufhalten, in dem Bahnhof filmt, dann diese biometrischen Daten extrahiert aus den Bildern und abgleicht mit entsprechenden Datenbanken, zum Beispiel von gesuchten Personen, von Terroristen, von Straftätern etc. pp. Und die Idee ist dann, dass aus dem soll, wenn es solche Personen dort erblickt, Alarm schlagen und eben dann polizeiliche Folgemaßnahmen auslösen. Dass das Ganze am Südbahnhof oder am Südkreuz, Entschuldigung, stattfindet, im öffentlichen Raum, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man nur so rausfinden kann, ob das System auch funktioniert und unterscheiden kann zwischen Gesichtern, die quasi im System vorhanden sind, und Gesichtern, die quasi nicht vorab gespeichert worden sind. Hier geht es tatsächlich eigentlich um Personen, die vorab gespeichert sind, denn es haben sich, ich glaube, 275 Freiwillige vorher gemeldet, die sich also ihre Einwilligung haben abkaufen lassen, wie du ja schon erwähnt hast, durch einen 25-Euro Amazon-Gutschein und die Aufsicht darauf, später noch tolle weitere Preise zu gewinnen, also als Meistüberwachter wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Und diese Personen sind eben in eine entsprechende Datenbank eingespeist, und jetzt wird eben geguckt, erkennt das System diese Personen ja oder nein. Ja. Ja? Natürlich werden auch die anderen Menschen, die da jetzt rumlaufen, gefilmt, damit man die voneinander unterscheiden kann, haben diese Testpersonen so einen kleinen Transponder dabei, der sie dann eben als Testperson identifiziert. Aha. Ja, also das hört sich ja jetzt alles noch gar nicht so wahnsinnig gruselig an, finde ich, wenn man das jetzt, ja doch, ein kleines bisschen vielleicht schon, aber erstmal klingt es halt so wie ein Testaufbau, und das ist es ja auch. Ein bisschen gruseliger wird schon, wenn man sich überlegt, was soll eigentlich jetzt noch danach kommen. Ja. Denn die Gesichtserkennung ist jetzt ein erster Schritt. Ein zweiter Schritt soll sein, dass die Computerprogramme dahinter auch das Verhalten von Menschen analysieren. Also Beispiel analysieren, ob jemand zu lange an einer Stelle rumsteht. Ja. Oder ob er vielleicht zu viel sich auf dem Bahnhof bewegt. Und oder deswegen ein bisschen nervöses Trippeln. Genau, zum Beispiel, ja, oder das, weil das, was weiß ich, zum Beispiel Hinweise darauf geben kann, dass er ein Taschendieb ist oder so. Und auch dann soll eben das System Alarm schlagen und die Polizei einschalten. So, und also natürlich ist es in beiden Fällen die Frage, wieso sollen wir denn eigentlich so sicher sein, dass ein solches Computersystem keine Fehler macht? Mhm. Und wenn man sich mal vorstellt, man wird von dem System vielleicht als gesuchter Terrorist identifiziert und wird dann den darauf folgenden Maßnahmen ausgesetzt, dann ist das natürlich erstmal persönlich hochgradig unangenehm, hat aber natürlich auch eine stigmatisierende Wirkung nach außen hin. Ja? Und noch problematischer wird's halt bei der Verhaltenserkennung. Wenn dann plötzlich ein Computerprogramm sagt, du verhältst dich nicht konform, du verhältst dich nicht angepasst, du verhältst dich verdächtig. Ja. Und dann wird dann eben die Polizei losgeschickt, um diese Person zu kontrollieren, weil der Kollege Computer gesagt hat, dieser Mensch ist verdächtig. Und dann ist eben tatsächlich die Frage, inwieweit wollen wir eigentlich solchen Computerprogrammen blind vertrauen und glauben, dass sie objektiv immer die richtigen Entscheidungen treffen? Ja, jetzt müssen wir aber ruhig mal bei der Gesichtserkennung bleiben, weil die ja aktuell quasi schon ausprobiert wird am Südkreuz. Auch da kann man sich ja schnell Szenarien ausmalen, die gruselig werden. Ja, wenn man schon mal weiß, dass man quasi erfasst wurde und sich dann im öffentlichen Raum bewegt, dann ist ja schon mal die Frage, wenn
wenn ich weiß, dass ich auf den letzten drei Demos gefilmt und quasi erkannt und identifiziert wurde, gehe ich dann auch auf die vierte und die fünfte Demo. Will ich, dass die Leute genau wissen, gegen was ich demonstriere? Ja, das sind ja Szenarien, die jetzt mit dieser Technik schon gruselig werden. Mhm. Und dann ist ja der andere Knackpunkt noch die Frage nach der Sinnhaftigkeit auch einer funktionierenden Gesichtserkennung. Ja, wenn man jetzt rausfindet, das System funktioniert hervorragend, die Gesichter wurden erkannt und unterschieden von denen, die nicht in der Datenbank waren, ist das vielleicht ein Teilerfolg. Aber dann ist ja die Frage, was nutzt es? Denn wir haben es gemerkt am Breitscheidplatz, wir merken es bei den sogenannten U-Bahn-Tretern. Eine Kamera hält jetzt niemanden von der Straftat ab. Außerdem könnten sich Terroristen ja auch weiterbilden im Bereich Gesichtserkennung beziehungsweise das Vermeiden von Gesichtserkennung. Genau, ich glaube, ich stelle jetzt einfach die Fragen. Ja? Und, nee, aber du sagst es, genau das sind tatsächlich die Probleme. Also zum einen, wenn man eben einfach mal über diesen Versuchsaufbau hinausdenkt und sich eben vorstellt, dieses System würde flächendeckend eingesetzt. Und wir haben ja hier sogar in Berlin gerade eine Bürgerinitiative gehabt, die genau das möchte. Mhm. An 50 öffentlichen Orten in Berlin sollen insgesamt 2500 Kameras eingesetzt werden, mit Gesichtserkennung, mit Verhaltensanalyse und so weiter und so fort. Dann ist diese Technik plötzlich flächendeckend und spätestens dann sieht die Gleichung, glaube ich, nochmal ganz anders aus. Mhm. Ne? Denn das bedeutet dann, es gibt einfach keinen Ort mehr, an dem man sich in der Öffentlichkeit anonym bewegen kann. Darauf haben wir aber ein Grundrecht, nämlich das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das gibt mir eben das Recht, erstmal grundsätzlich selber darüber zu entscheiden, wann der Staat von mir personenbezogene Daten bekommt und sie verarbeiten darf. Und wenn der Staat meint, er muss diese Daten sich einfach so nehmen von mir, indem er mich eben filmt, dann braucht er dafür eine verdammt gute Rechtfertigung. Ja. Und da kommen wir jetzt tatsächlich zu der Frage, die du eben aufgeworfen hast. Was ist die Sinnhaftigkeit dieser Technik und inwieweit wäre es denn überhaupt möglich, damit Anschläge zu verhindern oder später Personen zu verfolgen? Also im Moment ist es ja so, dass ein Straftäter erst dann Straftäter ist, wenn eine Straftat begangen wurde, zum Beispiel. Ja. Das heißt, wenn jetzt eine Überwachungskamera einen potenziellen Terroristen quasi am Südkreuz von mir aus direkt entdeckt, ja, und sagt, hier potenzieller Terrorist, der einen Anschlag geplant haben könnte, besteht ja überhaupt kein Recht derzeit, diesen abzugreifen. Denn die Straftat ist ja erst dann quasi eine geworden, wenn was passiert ist oder nicht. Verstehe ich das falsch? Ja, das ist richtig. Also das wäre der Fall, wenn es sozusagen nur um Straftaten ging. Da wird es dann eben darum gehen, zum Beispiel diese Person zu kontrollieren, die Personalien zu kontrollieren. Falls es eine gesuchte Person ist, könnte man die dann durchaus in Gewahrsam nehmen. Und dann ist eben die Frage, also es gibt ja eben neben der Strafverfolgung auch noch die Seite der Gefahrenabwehr. Und wenn man eben jetzt, und da kommen wir zu dem, was ich eben schon mal sagte, wenn man irgendwann so weit ist, dass man sagt, naja, das Computerprogramm hat gesagt, du wirst jetzt bald eine Straftat begehen und das reicht dann schon aus als Gefahrenannahme, dann könnte das auch schon eine Grundlage eben für polizeiliche Maßnahmen sein. Also wir sehen, wir kommen da in einen Bereich, wo man wirklich anfängt zu schwimmen, wo es eben nicht mehr darum geht, dass man sagt, hier gibt es irgendwelche klaren Anhaltspunkte, sondern wir sagen, wir haben hier ein Finished Intelligence, wir haben hier das Ergebnis eines Computerprogramms, ja, und das nehmen wir jetzt als Grundlage für weitere Maßnahmen. Und spätestens da wird es eben bedenklich, weil man dann dem Computerprogramm, dem Algorithmus, der dahinter steht, im Grunde blind vertrauen muss. Ja, und normalerweise wäre es so, nehmen wir mal an, ein Polizist würde eine solche Maßnahme machen und die würde nachher gerichtlich überprüft. Müsste der Polizist darlegen, was waren die konkreten Anhaltspunkte, die er hatte und warum hat er die Annahme, dieser Mensch wird jetzt dieses und jenes als nächstes tun, darauf gestützt. Mhm. Und wenn das einfach, sagen wir mal, nicht sorgfältig genug passiert, wenn die Anhaltspunkte das nicht hergeben, war die Maßnahme eben rechtswidrig. Ja, jetzt könnten wir in eine Situation kommen, wo wir einfach sagen, das Computerprogramm hat gesagt, du wirst das machen und fertig, das war's. Und dann müssten wir eigentlich das Computerprogramm auseinandernehmen, ja, um sagen zu können, ist das denn jetzt, sagen, legitim zustande gekommen, diese Einschätzung. Ja, und ich meine, der Algorithmus kann ja dann von den jeweils Herrschenden unter Umständen auch noch angepasst werden, ja, also das ist ja dann auch noch eine Zukunftsvision, die finde ich ganz schön im Spiegel Online nochmal mit erwähnt wurde, dass man eben, selbst wenn man jetzt der jetzigen Regierung und der Bundespolizei nur die besten Motive unterstellt für das Testen dieser Videoüberwachung der Gesichtserkennung, wird es irgendwann unter Umständen in naher oder fernerer Zukunft eine Regierung geben, vielleicht auch eine Institution wie eine neue Polizei oder sowas, die das ja auch komplett missbrauchen könnte und auch vor dem Missbrauch von der anderen Seite ist ja auch nicht geschützt, also die Möglichkeit, dass Terroristen sich dann eben auch in diese Technik hineinhacken, auch die besteht ja nach wie vor. Genau, also es bestehen eine ganze Reihe von Fragen und von offenen Gefahren und vor allen Dingen, also die Frage nach der Rechtsgrundlage, die gibt es nämlich bisher noch nicht. Also wenn wir jetzt nochmal zu der Videoüberwachung am Südkreuz zurückkommen, dieser Test, den die Bundespolizei da macht, findet ohne Rechtsgrundlage statt. Deswegen eben nur mit Freiwilligen, die sich halt ihre Einwilligung haben abkaufen lassen. Ja. Und es müsste also, wenn die Bundespolizei jetzt sagt, ja, das war ganz toll, das war super erfolgreich, wir brauchen das, dann müsste eine neue Rechtsgrundlage geschaffen werden. Und das ist eben jetzt ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Also politisch nämlich zum einen hat man da die Möglichkeit eben reinzugehen und zu sagen,
sagen, nein, wir wollen das nicht als Gesellschaft. Wir wollen nicht eine Gesellschaft, in der am Ende überall Kameras sind, hinter denen Computerprogramme laufen, die jeden Menschen jederzeit erkennen und sein Verhalten analysieren und bewerten und natürlich auch aufzeichnen. Ja. Ja, das ist die Frage, was passiert denn dann mit diesen Daten danach? Wer nutzt die wie weiter etc. pp. So. Und das heißt, wir brauchen hier also unbedingt gesetzliche Regeln und am besten eben welche, die uns vor solchen Maßnahmen schützen. Ja, denn nochmal, es wird immer gesagt, das hilft ja, um Anschläge zu verhindern, das hilft, um Straftaten zu verfolgen. Wenn wir ganz explizit sind, mit der Videoüberwachung, die es bisher gibt, gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die hilft, Straftaten zu verhindern. Es gibt vereinzelt anekdotisch Hinweise darauf, dass die hilft bei der Verfolgung von Straftaten, aber eben überhaupt nicht bei der Verhinderung von Straftaten. Und insofern muss man sich doch fragen, wollen wir derart tiefe Grundrechtseingriffe und wollen wir eigentlich so eine komplett überwachte Gesellschaft, die nämlich am Ende dieser Technik steht, oder wollen wir eben uns bestimmte Freiheitsrechte bewahren? Begreifen wir auch Freiheitsrechte, auch Datenschutzrechte eigentlich als Errungenschaft, der nicht zu verteidigen gilt in einer freiheitlichen Gesellschaft? Oder ist eben so, dass wir uns von dieser ja, pauschalen Terrorangst, die gerne verbreitet wird, so platt machen lassen, dass wir sagen, ja, ganz egal, wir können ruhig komplett überwacht werden. Ja, das fragt man sich dann schon, ne? Woher kommt diese Zustimmung für eine größere Videoüberwachung in der Stadt? Warum wehrt sich nicht ein größerer Anteil der Gesellschaft gegen Pläne zur Gesichtserkennung zum Beispiel? Erklärungsversuche sind dann natürlich diese diffuse Terrorangst. Dann ist vielleicht auch die Aufmerksamkeitsspanne bei manchen Leuten kürzer geworden, dass sie sagen, Terrorangst, huch, da denke ich gleich Überwachung und dann höre ich auf zu denken, obwohl man weiterdenken müsste, Überwachung, was bedeutet das für die Grundrechte und so weiter. Vielleicht kann man sich auch diese algorithmische Auswertung noch gar nicht so richtig vorstellen. Denn das muss man sagen, das ist, wie es bei Überwachung eigentlich regelmäßig so ist, sie ist verhältnismäßig unsichtbar. Man kann sie auch nicht fühlen, man kann sie nicht hören, man kann sie nicht schmecken. Also man nimmt sie eigentlich überhaupt gar nicht wahr. Und vielleicht glaubt man deswegen, es sei keine Bedrohung. Man hat es jedenfalls deutlich einfacher mit solchen Sätzen wie, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, so die Sorgen wegzudrücken. Ja. Und tatsächlich, wir hatten das ja hier auch schon mal, gerade dieser Satz, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten, ist eigentlich eine Verkehrung des Rechtsstaatsprinzips ins Gegenteil. Ja. Denn nochmal, in einem Rechtsstaat muss sich der Staat für jede Einschränkung meiner Freiheit rechtfertigen. Ja. Und nicht ich mich dafür rechtfertigen, warum er die nicht einschränken soll. Ja. Wenn ich aber sage, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten, ist es genau diese Umkehrung. Ja. Und ich glaube, das wäre extrem wichtig, dass wir als Gesellschaft uns eben mal deutlicher machen, was ist eigentlich der Wert von Grundrechten, was ist der Wert von Freiheitsrechten und dass wir einfach nicht so leicht und einfach bereit sind, wie für einen 25-Euro Amazon-Gutschein, die einfach mal so rüberkippen zu lassen. Ich meine, der Hauptgewinn, ich glaube, wenn du am häufigsten quasi von dieser Gesichtserkennung wahrgenommen wurdest, kriegst du auf den 25-Euro Amazon-Gutschein noch eine Apple Watch obendrauf. Genau, für den meistüberwachten. Das ist so absurd. Total. Das ist so absurd, das gibt's gar nicht. Kinder, wenn ihr in der Nähe des Südkreuzes unterwegs seid in den nächsten Tagen, schön vorsichtig sein. Es gibt auch einen Eingang, der angeblich nicht kameraüberwacht wird. Die Tempelhofer Seite, genau. Die Tempelhofer Seite ist nicht überwacht, aber die Schöneberger Seite, der Westausgang und diese Rolltreppe, die darauf geht, das sind die überwachten Punkte. Man kann gerne mal im Internet ein bisschen suchen. Es gibt nämlich auch ganz lustige Möglichkeiten, wie man diese Technik austricksen kann. Da gibt's putzige Brillen, man kann sich auf bestimmte Art und Weise schminken. Das habe ich ja auch schon überlegt. Aber das wäre irgendwie, überlege ich die ganze Zeit im Hinterkopf, was für eine größere Aktion es jetzt geben müsste eigentlich, um diesen Versuch quasi zu torpedieren. Müsste man die 250 Leute finden und den Gesichtstattoo verpassen, sodass es nicht mehr funktioniert? Also sagen wir mal so, wir haben in Deutschland ein Vermummungsverbot ja eigentlich nur auf Demonstrationen. Ja. Wenn ich so in der Öffentlichkeit rumlaufe, dann darf ich mich vermummen und auch das kann mal ein Statement sein, wenn man da durchläuft, dass man sich einfach mal eine Skimaske überzieht. Dieser Beitrag wurde zu spät zensiert von Flux FM. Volker Tripp, vielen Dank für deinen Besuch. Wer noch mehr Infos braucht, geht auf digitalegesellschaft.de. Dort sind auch noch mal ein paar Links zusammengefasst. Auch auf fluxfm.de findet ihr noch ein paar Hinweise zum Thema Versuch zur Gesichtserkennung am Südkreuz. Ganz schön spooky, die Geschichte. Wir empfehlen an dieser Stelle, ohne Skimaske gar nicht erst in die Nähe des Südkreuzes zu gehen. Vielen Dank, Volker Tripp. Gerne. Flux FM in digitaler Gesellschaft.